herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Heute bin ich ganz fleißig und räume unser Studio auf. Und dafür mache ich hier heute so Etiketten, um das Ganze so ein bisschen zu beschriften, um die Ordner zu beschriften, um wieder ein bisschen mehr Übersicht zu haben über alles. Und vielleicht habt ihr Lust dabei zu sein. Für die Etiketten habe ich hier diese bunten Pappen verwendet, Doppelkleber, Eckenstanzer, meinen kleinen selbstgemachten Herzchenstempel, meine bunten Stempelkissen, einen Edding, also einen Permanentmarker und hier diese kleinen Glitzersteinchen, die habe ich euch auch schon in einem meiner letzten Haul-Videos gezeigt und diese Buchstaben, also diese Wörter. Wir haben ja hier im Studio ganz verschiedene Kisten. Manche sind etwas größer, manche sind etwas kleiner und auch zum Beispiel so ein Glas soll ja eine Beschriftung bekommen. Und da soll das Etikett natürlich etwas kleiner sein als bei einer großen Kiste. Deswegen habe ich mir das schon mal hier in der Mitte geknickt und da schneide ich das jetzt einfach einmal durch. Diese Pappen, die ich hier verwende, sind übrigens 30 cm x 15 cm. Ihr könnt aber natürlich alle möglichen Pappen verwenden, einfarbig oder man kann natürlich auch normales Papier verwenden. Pappe ist natürlich immer etwas robuster. Und hier, das knicke ich jetzt nochmal. Hier so mittig durch. Und das schneide ich jetzt nochmal in drei Teile. Dafür knicke ich das einfach einmal so beides zur Mitte, bis es ungefähr gleich große Teile sind. Und daraus schneide ich eben drei Etiketten aus. Aus der anderen Hälfte der Pappe mache ich einfach zwei ganz große Etiketten. Dafür falte ich das nur einmal hier so doppelt und dann habe ich zwei große Etiketten, die mache ich dann an die größeren Kisten. Ich habe jetzt ungefähr 20 Etiketten zusammen und die Ecken werde ich jetzt davon mit dem Eckenstanzer abstanzen. Und diejenigen, die keinen Eckenstanzer haben, die können aber natürlich auch zum Beispiel mit einer Zackenschere die Ecken noch schön schneiden. Und wer weder Zackenschere noch Eckenstanze hat, der kann natürlich auch mit einer normalen Schere zum Beispiel die Ecken rund schneiden oder hier einfach so eine kleine Ecke rausschneiden, dann hat das so eine Ecke eben raus. Sieht dann auch ganz interessant aus, wenn man das an allen Ecken macht. Also da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Wenn man diese Sachen hier nicht hat, dann kann man da trotzdem schöne Sachen mitmachen. Also rundschneiden, Ecken rausschneiden. Man kann zum Beispiel auch nur ein ganz kleines Dreieck rausschneiden. Und ja, kann damit ganz unterschiedlich die Etiketten verzieren. So, und schon sind alle Etiketten fertig. Jetzt heißt es bestempeln, beschriften und natürlich auch bekleben. Ich bin jetzt gerade erstmal einmal nochmal durchs Studio gegangen und habe mir einen kleinen Überblick verschafft, was wir alles so haben und was in welcher Kiste ist. Und dementsprechend habe ich jetzt hier schon die ersten Etiketten beschriftet. Wenn endlich alles beschriftet ist, kann es losgehen mit der Verzierung. Ich versuche erstmal ein paar schöne Stempel drauf zu machen. Und immer noch ein paar kleine Glitzersteinchen und mache damit jetzt die Etiketten einfach schön und ein bisschen besonders. So, jetzt sehen meine Etiketten alle wirklich kunterbunt aus. Zeitschriften haben wir zum Beispiel, Stanzer, Klarsichtfolien sind in einem unserer Ordner. Und ich habe jetzt vor allem nur die Glitzersteine aufgeklebt, weil diese Wörter hier waren eigentlich einfach ein bisschen zu groß. Deswegen habe ich mich so ein bisschen darauf beschränkt. Wir haben einen Ordner, wo wir unsere Fanpost sammeln.
Davon haben wir sogar noch irgendwo einen zweiten, also zwei Ordner mit Fanpost. Farben haben wir, die haben wir auch an zwei verschiedenen Orten, unterschiedliche Farben. Und ja, jetzt werde ich das alles einfach erstmal überall im Studio verteilen. Ich habe das jetzt nicht, also nicht für alles eine Beschriftung. Das sieht ja auch komisch aus, wenn überall Beschriftungen sind. Wenn zum Beispiel sowas wie die Stempel hier in so einem Glas sind, dann brauche ich das nicht extra beschriften. Das sieht man dann ja. Aber weil Eva und ich uns das ja hier teilen und jeder legt mal Sachen irgendwo hin, ist es eben ganz praktisch, wenn wir sagen, Papier und Pappe haben wir immer an der einen Stelle und deswegen beschriften wir uns das dann. Oder wenn wir eben diese Ordner haben, so Stehordner, und man sieht gar nicht, was da drin ist, dann macht es Sinn, dass wir dann Notizbücher und Hefte von außen draufschreiben, damit man nicht ewig in alle Ordner reingucken muss, sondern dass man dann einfach direkt sieht, wo die sind. Vielleicht könnt ihr das ja auch sogar in eurem Zimmer übertragen. Vielleicht habt ihr auch Stehordner, wo ihr dann einfach kleine Etiketten drauf machen wollt. Oder ihr wollt euch in eurem Schrank so ein bisschen das ordnen. Hier stelle ich mir immer die Sachen hin, hier stelle ich mir immer die Sachen hin. Oder vielleicht habt ihr auch einfach nur Lust, so ein Etikett zu machen, um euch das zum Beispiel auf euer Heft zu kleben. Mit eurem Namen drauf. Kann man ja auch schön nachmachen. Es hat zwar ganz schön lange gedauert, aber endlich hat das Ganze wieder ein bisschen mehr Ordnung. Hier Bücher stehen hier erstmal hier vorne, dann sind hier Wäscheklammern, Zeitschriften, Papier, Klarsichtfolien. In diesen Ordnern ist noch nichts drin, in denen mit den Blumen, deswegen steht da auch nichts drauf. Dann hier Papier und Pappe, das ist das ganze Fach, das hat alles irgendwie mit Papier und Pappe zu tun. Und hier unten Stoff, Schleifen, Reißverschlüsse. Da sind so ein paar Kleidungsstücke, die ich noch mal upcyclen wollte. Die habe ich mir da schon mal gesammelt. Leder, Nähgarn und hier drunter ist noch Wolle und Bänder und Gummibänder. Und hier unsere sogenannten Küchenutensilien. Da haben wir so einen Mixer und eine Kochplatte und so weiter. Ihr kennt ja die Sachen aus unseren Videos. Ja, das war schon mal so ein kleiner Einblick in einen Teil unseres Studios und einen Teil, der jetzt schon mal ein bisschen ordentlicher wieder ist. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust habt, dass wir nochmal wieder eine ganze Roomtour machen, wo wir euch alles zeigen. Es hat sich hier schon einiges angesammelt, seitdem wir die letzte Roomtour gemacht haben. Also gerne einfach in die Kommentare schreiben. Und wenn euch die Etiketten gefallen, die ich heute gemacht habe, und euch vielleicht die Idee gefällt, dass man sich das alles so ein bisschen ordnet und beschriftet, dann schreibt das gerne auch in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben dafür, dass ich so fleißig bin und unser Studio aufräume. Und ja, sonst schaut auch unsere anderen Videos. Abonniert unseren Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!